Moin, ein Tag vor Heiligabend. Manche Menschen können ja in wenigen Worten ganz viel sagen. Einer von ihnen war der Dichter Eugen Roth, von dem ich vieles auswendig gelernt habe. Zum Beispiel diesen kleinen Zeiler. Ein Mensch erblickt das Licht der Welt. Doch oft hat sich herausgestellt, nach manchem trüb verbrachten Jahr, dass dies der einzige Lichtblick war. Soweit Eugen Roth. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen auch selbst dran schuld haben, dass sie so wenig Lichtblicke im Leben haben. Sie schauen immer ins falsche Licht, also in irgendwelche Bildschirme rein oder irgendwo dahin, wo es dunkel oder traurig aussieht. Wir können jetzt in dieser Corona-Zeit immer das beklagen und begucken, was wir alles nicht dürfen, nicht können. Oder wir können, so wie Luther, fragen, wofür kann ich heute danken? Dann könnte es ein guter Tag werden. Ich lade ein, dass man am Heiligen Abend sich mal still vor den Baum setzt, das ABC nimmt und fragt, wofür kann ich danken? Und dann soll einem bei jedem Buchstaben ein Name, ein Mensch, ein Ding, eine Sache einfallen. A wie Atemluft, die ist dieses Jahr besser geworden. B, die Bäume, die konnten aufblühen, aufatmen, sich auf ihre Aufgabe konzentrieren, nicht aufs Gift oder so. Und so weiter. C wie Christus natürlich. Was wäre die Welt ohne Christus? Im Alten Testament wird geweissagt, die Menschen, die im Dunkeln lebten, sehen plötzlich ein großes Licht. Gott hat uns sein Kind geschenkt. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt für alle Menschen. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Finstern leben, sondern wird das Licht des Lebens immer bei sich haben. Das probiere ich nun, seit ich mich entschieden habe, Jesus zu folgen, aus. Und ich muss sagen, ja, in seiner Richtung, da wird's hell. Wenn ich auf ihn schaue, auf ihn höre und das tue, was er sagt, nämlich seine Liebe weitergeben an andere Menschen, wird's hell in meinem Herzen, hell in anderen Gesichtern. Er ist das Licht der Welt. Also, mach's nicht, wie viele die Eugen Roth beschreibt. Schau auf das Licht der Welt. Die Weisen aus dem Morgenland hatten nur einen Stern und dem sind sie nachgegangen und haben viel mehr gefunden, als sie je gedacht hätten. Gott segne dich.